Du hast mir verheimlicht, dass nicht nur Eva, sondern auch mein Kind ermordet wurde. Und deswegen werde ich mir jeden Einzelnen, der dafür verantwortlich ist, der Reihe nach vornehmen. Und der ganze Rest ist mir scheiße. Oskar, ich wollte doch einfach nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Du bist nicht für mich verantwortlich, also schieb dir dein beschissenes Verständnis sonst wohin. Ja, ich hab die Schnauze voll von deinen ganzen Aussetzern, davon, dass du den Ruf dieser Familie ruinierst. Das hier ist kein demokratischer Prozess. Ich bin Chef in diesem Laden und ich entscheide, was passiert. Und wem das nicht passt, der kann hier gerne ausziehen. Wenn du willst, dass diese Firma weiter existiert, dann legst du hier und jetzt deinen Vorsitz nieder. Du hast voll den coolen Job. Ja, aber ich weiß wenigstens, wie man Burritos macht. Wenn du das kannst, kann ich das schon lange. Aber nicht so gut wie ich. Meine sind besser. Wollen wir wetten? Andi, hast du da nicht eine Kleinigkeit vergessen? Nee, wieso? Was denn? Du kannst nicht kochen. Oh mein Gott.